Morning, guys. Wir haben 7 Uhr. Wollte eigentlich um 4 Uhr aufstehen, aber ich bin so krass müde. Es war mal wieder eine schlaflose Nacht. Ich habe, glaube ich, ein paar Mal gedöst, aber sonst war ich die ganze Zeit eigentlich wach und konnte nicht pennen. Das ist immer so, wenn ich entweder... Ella kommt. Ja, guten Morgen. Auf jeden Fall ist das immer so, wenn ich ein Shooting habe oder wenn ich verreise, dass ich dann nie pennen kann. Ich hasse das. Deswegen brauche ich gleich ein paar Augenpatches, ne? Weil ein bisschen Augenringe sind da. Auf jeden Fall gibt es heute wieder einen Model Diary Vlog und ich nehme euch wieder mit. Und die Bella kommt heute auch mit. Und ja, Leute, wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Vlog. So, es ist Zeit für Skincare. Ich habe meine Augenpatches drauf. Die kommen jetzt gleich ab. Die sind übrigens von Balea und die sind mega gut, weil die voll kühlend sind. Übrigens habe ich eine neue Schatztruhe, wo ich meine Skincare aufbewahre. Was heißt neu? Die ist eigentlich schon älter. Ich habe die nur wieder aus dem Keller geholt. Tada! Ein kleiner Tipp von mir, Leute, bewahrt Skincare oder Make-up immer so in so einer Truhe auf, weil dann spart ihr so viel Platz und es sieht auch noch ordentlich aus. Denn was drin ist, ist ja egal, ne? Da kann es ja ruhig unordentlich aussehen. So, meine Patches kommen jetzt ab. Ich habe die, glaube ich, jetzt so 10 Minuten drauf gehabt. Aber ich muss mich ein bisschen beeilen, weil ich arbeite jetzt mit Timeboxing. Das stand in meinem Zeitmanagement-Buch, was ich gelesen habe und das ist so krass effektiv. Ich bin zwar heute 10 Minuten später aufgestanden, als ich eigentlich geplant habe, aber eigentlich bin ich ganz gut in der Zeit, Leute. Übrigens habe ich gestern meine Lashes wieder aufgefüllt. Endlich sind sie wieder voll, ey, weil gestern waren da nur noch so 3-4 Wimpern dran, weil ich mega faul war und das aufschieben wollte und ja. Aber jetzt sind sie wieder vollständig. Übrigens habe ich ein Lash Extensions Tutorial auf TikTok gepostet. Könnt ihr euch gerne anschauen, weil mich immer so viele fragen, wie ich meine Wimpern mache. Nur so zur Info. Bin ich eigentlich gut in der Zeit? Alexa, wie spät haben wir? Es ist 7.16 Uhr. Okay, ich muss mich ein bisschen beeilen. So, Skincare dann. Ich ziehe mich jetzt um und dann gehe ich auch mit Bella kurz raus. So, ich bin jetzt mit Bella im Wald. Und es tut so gut, morgens an die frische Luft. Ne? Das macht mich so wach, ey. Und ich ziehe mich gefühlt immer wieder größte Gummed Potato an. Ich habe jetzt einfach eine College-Jacke drüber gezogen und eine Jogger. Und habe ich sogar noch mein Pyjama an, weil ich, oh mein Gott, weil ich morgens einfach so krass voll bin. So, ich mache mir jetzt Mittagessen für heute Nachmittag. Beziehungsweise Vormittag. Ich shoote ja so um 11:30 Uhr. Danach habe ich eine halbe Stunde Pause. Und deswegen mache ich mir erstmal Essen. Weil morgens kann ich meistens nicht so viel essen. Deswegen mache ich mir immer mittags mehr. So, das ist mein Mittagessen. Ich habe hier einmal Toast, Vollkorntoast mit Ei, wie ihr sehen könnt. Dann habe ich als Nachtisch einmal so einen Proteinriegel. Ich liebe den, der ist aus Rewe. Und der schmeckt halt mega gut, so aus Schokolade. Und einmal Birne. Dann habe ich mir einmal als extra so Vollmilch-Bio-Reiswaffeln mitgenommen. Die esse ich immer als Snack im Auto oder so nach dem Shooting, wenn ich Hunger habe. Und hier habe ich nochmal einen grünen Tee, damit ich später den beim Schminken trinken kann. Damit ich ein bisschen wach werde, weil jetzt schaffe ich es nicht mehr. Und dann habe ich einmal Wasser fürs Auto. Genau, und ich packe die dann immer in so eine Bento-Box. Die ist einmal so ein Doppeldecker und da passt richtig viel rein. So, zum Frühstück gibt es mal wieder einen Smoothie. Ich schwöre immer so früh morgens trinke ich irgendwie nur Smoothie, weil erstens, es geht schnell. Zweitens, wie gesagt, morgens kann ich halt nicht so viel essen. Das ist einmal Pink Flamingo Smoothie mit Apfel, Drachenfrucht und Passionsfrucht. Ich packe jetzt gleich meine Tasche, ziehe mich um. Outfit ist auch schon rausgelegt, deswegen ganz easy. Ich wollte so um 3:45 losfahren, also habe ich noch knapp so 30, 45 Minuten Zeit. So, ich habe gerade meine wunderschönen Zähnchen geputzt und zwar mit meiner neuen Lieblingszahnbürste von Oclean. Das ist einmal das Modell X10 und ich bin so krass zufrieden damit. Als Model ist es nämlich sehr wichtig, ein schönes und weißes Lächeln zu haben. Und aufgrund diesen coolen Displays hier werden eure Zähne immer perfekt sauber geputzt. So, ich zeige euch mal die elektronische Zahnbürste vom Nahen. Ich hatte noch nie eine Zahnbürste mit so einem coolen Display. Auf jeden Fall geht die so an, wenn ihr hier auf den Knopf hier drückt. Dann habt ihr hier zum Beispiel den Sensitive-Modus, dann den Polish-Modus, den Clean-Modus,
White-Modus und dem Massage-Modus. Und ihr habt hier noch verschiedene Stufen, die ihr einstellen könnt. Eins ist die schwächste Stufe und wenn ihr zu 5 geht, ist es eben, wie gesagt, die stärkste Stufe. Also könnt ihr einfach individuell verstellen, was ihr gerade haben möchtet und es einfach euren Bedürfnissen anpassen. Und danach, wenn ihr es ausgewählt habt, drückt ihr einfach hier drauf. Und dann erscheint so ein Display mit einer Zeit. Bei 30 Sekunden bekommt ihr dann so ein Zeichen, das merkt ihr da auch direkt. Und hier zum Beispiel seht ihr die Areale, die noch geputzt werden müssen. Und am Ende bekommt ihr auch ein Feedback mit einem Emoji, ob ihr richtig schön geputzt habt. Bei mir kommt natürlich immer das Smiley-Gesicht, weil ich immer natürlich super putze, ne? Bald ist auch eine schnelle Shipping-Option verfügbar. Also ohne Witz, ich finde die Zahnbürste richtig cool, allein schon wegen dem coolen Display hier. Und natürlich habe ich mir die Farbe rosa ausgesucht, ihr kennt es ja nicht anders, ne? Mein Pyjama selbst ist auch rosa, rosa, meine favorite color. Und das Coole hierbei ist, der Akku hält einfach 60 Tage, Leute. Ja, ihr habt richtig gehört, 60 Tage. Ihr braucht es nur einmal aufzuladen. Ich habe es jetzt, läuft für 3 Stunden, 3,5 Stunden aufgeladen. Und es hält einfach 60 Tage. Also auch super, wenn ihr oft verreist oder einfach keinen Bock habt, immer das hier in die Steckdose zu haben. Die haben aber auch noch andere Farben, also checkt unbedingt deren Seite aus. Den Link habe ich euch einmal unten in meine Beschreibung reingepackt und ihr findet dort einen Rabattcode, wo ihr nochmal sparen könnt. Und ihr bekommt auch noch kostenlosen weltweiten Versand. Also Leute, gönnt sie euch. Sie sieht nicht nur super aus vom Design, sondern macht auch ihre Arbeit. So, wir packen jetzt mein Baby. Ich hatte sie so lange nicht mehr benutzt, gefühlt. Eine Ewigkeit. Und ich fühle mich auch ein bisschen schlecht, aber sie kommt jetzt öfter in Gebrauch, weil ich ja auch jetzt bald in den Urlaub fahre. Auf jeden Fall muss ich mein Make-up ja immer selbst machen, wenn gerade keine Kampagne ist. Wenn eine Kampagne ansteht bei Snipes, dann ist es immer so, dass wir eine Make-up-Artistin bekommen. Aber generell mache ich mein Make-up alleine und deswegen nehme ich auch mein Make-up mit und meine Skincare. Hier ist einmal noch Micellenwasser drin und ja, ein paar Abschminkpads, weil ich will mich danach abschminken. Und Sonnencreme natürlich sehr, sehr wichtig, weil danach will ich meine Sonnencreme wieder auftragen, weil es heute 30 Grad wird einfach. Und die Ironie ist einfach, dass ich alles immer in so eine extra Tüte packen muss, weil ich Angst habe, dass es abfärbt oder irgendwas ausläuft in meine Louis. Deswegen, ja, kann ich gleich mit so einer Tüte eigentlich rumlaufen. Warum hole ich mir überhaupt so eine Tasche, ey? So, die kommt da jetzt rein. So, ich zeige euch mal kurz, was in meiner Tasche ist. Da haben wir einmal mein Handy. Dann haben wir einmal einen Ball für Bella, weil sie da immer gerne mit Bällen spielt. Sie spielt allgemein gerne mit Bällen. Deswegen habe ich den mitgenommen. Dann haben wir einmal mein Make-up, meine Skincare. Habe ich hier einmal meinen Kartenhalter, Schlüssel und Autoschlüssel und so einen süßen Anhänger. Den habe ich aus Tyler. Ist ja nicht süß. Dann haben wir einmal hier Trinken für unterwegs und ganz viel Ladekabel und Akku. Die sind einmal für die Vlogging-Kamera. Die habe ich gerade aufgeladen und das hier ist einfach das iPhone-Ladekabel. So, ich bin jetzt ready und das ist mein OOTD. So, wir haben 8.47 Uhr und wir sehen uns später. So, ich bin jetzt da. Die Fahrt war eigentlich ganz angenehm. Es war kein Stau oder so. Ich bin gut in der Zeit. Wir haben 10:30 und ja, Bella kann es, glaube ich, kaum erwarten, aus ihrem Geschirr rauszugehen, weil sie hasst das Geschirr so krass, ne? Tada! Und schaut mal, ich habe schön im Schatten geparkt, damit mein Auto nicht 100 Milliarden Grad wird später. Ja, komm, wir machen dich mal ab jetzt. Bella erkundet alles. Bella. Was machst du? Kann ich den einen Eyeliner noch zu Ende machen? Ja. Weil... Das wird sonst nicht. Ja. Ich wacke wie, was weiß ich, ey. Hast du Eyeliner ziehen? Ist heute viel? Normal, würde ich sagen. Vor allem da, die Küche geräumt.
Sally eigentlich auch schon wieder drin? Noch nichts entschieden. Ja gut, das darf man dann nicht als Vergleich nehmen, das ist total irre. Den ausverkauft. Die Juicy Bomb von Essence. Den probiere ich später aus nach dem Essen. Boah, das Toast ist schon ganz aufgeweicht, weil es so warm war. Das ist gar nicht mehr knusprig. Ich bin irgendwie mega fertig, ey. Ich weiß nicht warum. Mir ist auch voll schlecht vorhin gewesen. Und genau heute habe ich meinen Notfallpack. Ich meine, ich habe es immer mit, ne? Und ich sage es euch auch immer, immer Tabletten mitnehmen und ich vergesse es selber. Deswegen esse ich mal jetzt mein Proteinbar. Bisschen Zucker, vielleicht hilft das. Ein bisschen wegen meinem Kreislauf, dies, das. Ja, schon lecker. Okay, Leute, ich habe den jetzt drauf gemacht und der Hype ist real, Leute. Ich habe ein bisschen auf die Zunge bekommen, weil ich zu viel drauf gemacht habe und es schmeckt echt gut, wie alle auf TikTok gesagt haben. Aber ihr sollt es natürlich nicht essen. Das war jetzt nur ein Versehen. Auf jeden Fall, oh mein Gott, schaut euch das an, wie glossy der ist. So, wir haben 10 nach. Ich ziehe schon mal meine Ringe an. Ich habe einfach 10 Ringe gefüllt bekommen. Und ich hasse es, Ringe zu tragen. Und vor allem, die sind mir viel zu groß. Die fallen mir direkt die ganze Zeit vom Finger.
So, ich habe jetzt Feierabend, habe mich jetzt gerade abgeschminkt und wir haben jetzt 15.30 Uhr und wir fahren jetzt auch nach Hause und das hat gar nichts gebracht, im Schatten zu parken, weil es einfach mega heiß ist im Auto, weil die Sonne doch durchgekommen ist. Ich will uns beide jetzt nicht auf die Folter sparen, ich fahre jetzt auch nach Hause und bis später. Übrigens sind meine Babys beide angeschnallt. Tada! So, ich bin jetzt wieder zu Hause. Wir haben 18.20 Uhr. Ich bin so fertig. Ne? Ich habe gerade geduscht und alles mich vernünftig abgeschminkt. Auf jeden Fall gibt es jetzt bei mir Gulasch mit Kartoffeln. Die Schüssel ist so heiß, ich kann euch das kaum zeigen. Und Rindfleisch. Ich habe auch mega Hunger. Und ich bin so übelst fertig, ne? Aber ich muss noch ein paar Contents machen. Zum Glück habe ich gestern alles gedreht. Ich muss jetzt gleich nur noch ein paar E-Mails beantworten und was für einen Kunden abschicken und ein TikTok hochstellen und ein YouTube-Video vielleicht anfangen zu bearbeiten. Mal schauen. Wenn nicht, verschiebe ich es auf morgen, weil ich bin so fertig. Aber erstmal guten Hunger. So, mein Projektor ist auch schon an. Der Hund sieht zwar ein bisschen fake aus, aber irgendwie hatte ich keinen Bock, hier was Besseres zu suchen. Und der Regen hat mich irgendwie entspannt. Auf jeden Fall, während ich Contents mache, esse ich nebenbei meine Mistertüte. Ich habe mir die nämlich gestern geholt und nach dem Shooting gönne ich mir immer Süßigkeiten, weil ich nämlich ein paar Tage drauf verzichten musste. Ich habe meine Klima jetzt angemacht und oh mein Gott, mein Zimmer ist einfach so krass kühl, ne? Wie könnte ich ohne die überleben, Leute? Ich spiele das erste Mal nach Monaten wieder Animal Crossing, Leute. Ich habe das so lange nicht mehr gespielt und ich dachte eigentlich, die Pflanzen sind alle tot, aber irgendwie nicht. So, ihr Süßen, es ist auch schon sehr spät geworden mittlerweile. Ich gehe jetzt auch Feier machen. Ich bin mega müde. Der Tag war heute echt anstrengend. Und auch die Fahrt und alles. Und ja, auf jeden Fall gehe ich jetzt schlafen. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns das nächste Mal.